Bester Startplatz im Renault. Mal gucken, was ich draus machen kann. Ich werde womöglich um McLaren herumfahren, aber das wird sich gleich zeigen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Run aus Spa. Endlich mal Ericsson richtig ein paar auf den Deckel geben. Ah, Qualifying-Position 13 ist aber auch nicht verkehrt. Nur die Pole-Position, damit konnte ich nicht punkten. 4 Punkte Vorsprung sollte ich gewinnen. Sollte ich gewinnen, klar. Noch Fahrer Nummer 2. Wäre auch doof, wenn es viel zu schnell gehen würde. Hallo, ich möchte dir nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen mitteilen. Viel Glück! Platz 16 oder besser. Das haben sie jetzt schon etwas angepasst. So, und jetzt, bevor ich das komplett vergesse für dieses Rennwochenende, möchte ich gucken und mal nachschauen, wer sich vielleicht zu diesem Rennwochenende hin verbessert hat, weiß ich nämlich selbst noch gar nicht. Also, wo haben wir es denn? Ja, ziemlich weit unten. Da, Force India. Die haben das Chassisgewicht verbessert und auch den Benzinverbrauch verbessert und ansonsten niemand. Ja, damit sind sie auf jeden Fall auf der 1. Ganz, ganz klar. Und wie weit vor Mercedes? Wie viel kann denn Mercedes noch verbessern? Ich will es gar nicht wissen. Und wir gehen erstmal zum Rennen. In den 48 Rennen in Spa zwischen 1950 und 2015 startete der Sieger des Rennens nur ganze 16 Mal von der Pole Position. Das Qualifying von gestern bestimmt zwar die Startaufstellung, doch der große Preis von Belgien ist nach wie vor für eine Überraschung gut. Wie heißt es doch so schön, es kann alles passieren und üblicherweise tut es das dann auch. Da sind wir also wieder bei einem Rennen in den Ardennen. 7 Kilometer mit langen Geraden, schnellen Kurven und deutlichen Höhenunterschieden ergeben in der Summe eine der faszinierendsten Strecken der Welt. Wir freuen uns auf ein perfektes Rennen. Während wir auf das heutige Rennen, das hoffentlich sehr unterhaltsam werden wird, warten, möchte ich dich mal kurz fragen, Stefan, was du in Sachen Strategie erwartest. Viel Reifenmanagement oder mehr Benzinmanagement? Naja, erwarten wir das nicht immer. Wenn ich ehrlich bin, werden diese Dinge heute die gleiche Rolle wie sonst spielen. Ich erwarte jedoch, dass die Fahrer früh für einen Undercut auf frische Reifen in die Boxengasse gehen. Wenn man vor dem Vordermann rein kann, einen guten Stopp hat und schnell rausfährt, können so bis 2 Sekunden gewonnen werden. Sollte jemand hinter einem anderen Auto feststecken, dann wäre das genau die richtige Strategie. Steig vor Kurve 1 nicht zu spät auf die Bremse, denn dort wird es wie immer eng werden. Weich auf die Auslaufzone aus, wenn nötig. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Nico Hülkenberg ist gestern ausgezeichnet gefahren und startet heute von der Pole. Und Pascal Wehrlein steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ein Renault, Alonso, Jenson Button und Perez. Raikkonen, Bottas, Rosberg und Felipe Massa. Hayanto, Ricciardo, Marcus Ericsson und Vettel. Grosjean, Sainz Jr., Lewis Hamilton und Felipe Nasser. Quert und Verstappen. Esteban Gutierrez und Kevin Magnussen vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Animation konnte die Rennspielschmiede Codemasters noch nicht so gut, aber ist ja auch nicht deren Hauptaugenmerk. Und was für eine Deutsche Bank auf den ersten 3 Plätzen. Das ist doch mal ein guter Start für das Belgien-Rennen. Bin schon gespannt, wir werden keinen Regen haben auf Wettervorhersage. Ich werde jetzt erstmals im Renault mit angefahrenen Reifen starten. Also ich werde nicht der sein, der so ziemlich als letzter zum ersten Boxenstopp reinkommt. Nee, ich werde einer der ersten sein. Mal sehen, was geht. Ich muss alles geben. Vielleicht, ja, Podium, Rennsieg, aber Podium vielleicht. Und darauf muss ich einfach gefasst sein. Deswegen einfach ans Maximum gehen. Zeit 25. Zweimal gelb finde ich deutlich angenehmer. Werde ich auch annehmen. Komm eine Runde später rein, fahr aber eben mit zweimal gelb. Gut, die werden dann halt richtig ausgelockt sein, aber das sollte auf jeden Fall das sein, was ich anpeilen sollte. Was ich noch anpeilen muss, ist die Benzinmenge. 21,5 Tankrunden. Oh Mann, wir werden hier gut was verbrauchen. Na, aber dann muss ich einfach irgendwo anders sparen, wenn ich einfach was brauche, um die Reserve zu haben, um darauf zurückgreifen zu können. Nun gut, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Es ist alles gesagt. Also wünsche ich euch viel Spaß.
den schon wieder versetzt. Es geht ja gleich los, ich muss aufpassen. Versuche einmal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Ich muss ewig nur drei Tage dann in der Startaufstellung stehen, wenn die anderen sich noch einreihen. Rennstrategie. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in drei Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in drei Runden. In drei Runden, in Runde 4. Nein, wir fahren ja auch bloß ganz wenige Runden. Auf der längsten Strecke im Rennkalender. Oh Mann, warum sind die so weit weg da hinten, der vierte Alonso? Der will Taktik spielen lassen, der will, dass unsere Reifen und Bremsen kalt sind. Besonders kalt im Vergleich zu ihm, hä? Schlinge. Dann lasse ich auch Platz zu Wehrlein. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Schaut mal, was Alonso da wirklich für eine große Lücke lässt. Der fährt es ja gar nicht mehr zu. Dabei habe ich ihn gar nicht überholt oder irgendwie. Oder wurde er überholt? Es ist ja gar nicht Alonso, der gerade hinter uns ist. So, die Reifen. Da hat jemand rumgedreckt. Die Reifen, um die muss ich mich gleich noch kümmern. Mit Zufall auf Blanchiment. Danach kommt ja schon recht bald die Safety-Car-Linie. Jetzt bin ich an Wehrlein dran und hinten ist eine Riesenlücke. Ich bremse mal gleichzeitig, währenddessen ich hier meine Schlangenlinien fahre. Mehr gleichzeitig machen geht kaum. Sei es drum, Hauptsache ich bekomme meine Reifen gut hin. Wir können die da vorne so weit wegbleiben, wie sie wollen. Schaut mal, Hülkenberg ist schon fast beim Stehen da vorne. Also hier ging irgendwie einiges schief. Da hinten ist auch eine riesen Lücke. Schaut mal da, gerade bei dem grünen Punkt da. Oh Mann, das dauert jetzt noch einen halben Tag. Ich gehe mal was zum Abendbrot essen. Bis später. Behalte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Die fahren da hinten immer noch rum, bis wir soweit sind, ist Hülkenberg schon längst wieder eingefroren. Da haben wir schon Winter in Spa. Na, kann ich ansetzen? Einfach was riskieren. Geht gut. Geht sogar sehr gut. Oh, jetzt kleben die hier gleich. Oh, Button Alonso hinter mir. Das ist super. Ich hätte jetzt gedacht, Achtung, käme gerade die beiden Force India oder einer und eben der Wehrlein. Aber nee. Da habe ich jetzt Ruhe. Großartig behindern tun sie sich aber nicht in Orange. Na, ich muss jetzt zusehen. Klar, so gut es geht, mein Vorteil jetzt auf Position 1 zu nutzen. Auf den Geraden werde ich auch langsamer sein als die McLaren. Ist auch klar. Ich muss jetzt auch Benzin sparen. Ich werde früh hochschalten. Ich werde dann was zum Verteidigen brauchen. Entweder jetzt oder einfach später im Rennen. Ganz, ganz sicher. Also gerade bin ich außerhalb, habe ich Button außerhalb des DRS-Fensters, Perez schon auf der 3. Wobei, jetzt kommt er eher wieder ran. Na, ich fahre schon, nachdem ich jetzt die ersten Kurven nicht so schön fand, schon wieder einen anderen Gang, weil die Reifen nicht mehr so viel hergeben.
Okay, Perez noch auf der 3. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Also so kann Button auf jeden Fall nicht angreifen, wenn er jetzt mal DRS hätte, aber das kommt erst noch. Oh, da ist ein Helikopter, der ist ja recht nah. Puh. Ja, der Abstand zu Button ist gerade beruhigend und auch für Button zu Perez noch. Ah, Perez ist der schnellste Fahrer, der wird Dampf machen. Ganz sicher. Ja, wird interessant sein, wir kommen dann als frisch bereifter, in Runde 4 kommen wir rein, kommen wir dann mitten ins Feld oder vielleicht, weil das Rennen noch so frisch ist, dann doch ganz hinten an. Da werden wir vielleicht ein paar in... Oh, da sind zwei Helikopter denn. Also drei gerade über der Strecke. Da werde ich dann vielleicht ein paar Manöver starten müssen in engen Kurven mit frischen Reifen, wird sich aber zeigen. Das sind auch drei Helikopter, wie eng die beieinander sind, wie groß die gerade wirken. Muss ich gerade mal sagen, auch wenn mir das gerade nicht zugute kommt. Beziehungsweise meiner Fahrleistung. Drei Helikopter hier um die Strecke. Na, geht auch noch mit mehr Konzentration. Der vierte Gang. Ah, hier wird's eng. Also hier müssen mindestens drei Helikopter um die Strecke kreisen. Die wirken so groß. Also groß ausdrücken kann ich mich hier vorne nicht stellen. Button ist recht nah dran, außerhalb des DRS-Fensters, aber das ist auch wichtig. Jetzt kommt gleich Perez vorbei, nehme ich an. Er ist direkt an Button dran. Perez, schnellste Runde. Hab schon gut gespart. Wird aber noch weiter sparen müssen. Mal gucken, was am Ende der Geraden steht. Perez hinter uns oder Button? Ich nehme an Perez. Nach Button, jetzt Perez. Wird er uns noch vorm ersten Boxenstopp ärgern? Ich glaube ja. Perez hat jetzt erstmal freie Fahrt, bis er bei uns ist. Dann wird er aber, glaube ich, fliegen. Mit dem starken Force India. Wobei ich auch gerade sehr zufrieden mit meinen Kurvenfahrten bin. Wobei die Kurve jetzt schon kriminell wird mit den Reifen. Da muss sogar der fünfte Gang erhalten. Jetzt merke ich die Reifen doch, ganz bestimmt. Nochmal persönlich verbessert. Ah, Perez bekommt aber gerade wieder Ärger von Button im Mittelteil. Da kann er seine Stärke wieder ausspielen, sogar im Windschatten. Ich könnte vom ersten Boxstopp doch Perez Ruhe haben. So kommt. Oh, nein! Scheiße! Nein! Ah, das Safety Car ist noch in der Boxengasse. Nee, ich gebe das Tempo erstmal nicht vor. Ich gebe hier das Tempo vor. Ja, ich komme jetzt rein. Scheiße, ey. Darf ich jetzt vorbeifahren? Das wäre Quatsch, oder? Okay. Zum ersten Mal, dass ich direkt... Oh nein, ey, da kommen so viele rein. Ey, ich war gerade an der Boxeneinfahrt vorbei. Hätte es vielleicht noch mit Mühe Not hinbekommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da was schiefgegangen wäre, war, glaube ich, größer gewesen. Scheiße. Jetzt spielt das Safety Car mal überhaupt nicht in unsere Karten. Perez hat es auch nicht hinbekommen. Der hätte locker Zeit gehabt, da reinzufahren, hat es aber nicht so schnell geschnallt. Kacke. Naja, aber so gut ist schon... Das ein oder andere Mal mehr als weniger gut funktioniert hat, so wenig funktioniert das heute mal. Und wir haben die Pole Position hinter dem Safety Car. Wir können Bernd Meilern auf
Bernd Meilen da auf dem Hintern gucken. Hoffentlich ist die Hitbox gut gemacht, nicht, dass ich da jetzt gleich mal daran rassel. Ey, Kacke. Oh Mann, das würfelt gerade das Rennen über den Haufen. Denn die, die jetzt drin waren, die haben einen riesen Vorteil auf dieser langen Geraden, auf dieser langen Strecke. Die können jetzt nämlich ranfahren und auf der langen Strecke geht das wirklich ganz gut. Oh Mann, ey. Die meisten haben nämlich die Safety-Car-Kolonne eingeholt. Da sind echt nicht viele, die da jetzt weit weg sind. Hoffentlich sind das nicht rennentscheidende Fahrzeuge. Ah, wenn ich vielleicht das nächste Mal doch schneller schalte und dann doch noch reinfahre. Ich muss reinkommen. Am Ende des heftigen Fahrens sind die Reifen im Arsch. Ja, ich werde die Runde reinkommen, auch wenn ich dann weit, weit nach hinten komme. Ich muss sogar reinkommen, weil da kann ich noch mal etwas aufholen auf das Feld. Na, dann wird es halt keine Vorwegfahrt und verteidigen. Nee, ich muss mich durch das komplette Feld pflügen. Na gut, es werden wieder ein paar nach uns und auch direkt nach dem Safety Car reinkommen. Ausgeschieden ist Lewis Hamilton. Also wird das nichts mit einem Weltmeistertitel für ihn. Nicht in dieser Saison. So, tschüss, Bernd Mailänder. Eine Runde mit dir war schön, aber ich brauch frische Pneus. Mann, ey. Button ist draußen. Okay, der ist aber schon auf den weicheren. Der ist in der Top 10 gestartet. Oh Mann, ey. Button wird womöglich das Rennen gewinnen. Eins der besten Fahrzeuge unterm Hintern und jetzt eben durch den Boxenstopp richtig profitiert. Aber aktuell noch auf der 12. Hinter Hülkenberg, aber vor Harry Antor. Okay. Jetzt ist Hülkenberg zum Gauss-Car geworden. Also aktuell in den Punkten. Doch nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Und zwar mit einem Platz ganz hinten. Nicht so schlimm. Okay. Aber Button, ey. Den kriege ich ja nie wieder ein. Okay, dann kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass die auf den weißen Reifen fahren. Wäre auf jeden Fall blöd, denn wir sparen jetzt richtig Reifen. Safety Car wird diese und auch die nächste Runde noch draußen sein. Nächste Runde kommt es vielleicht schon rein. Aber das spart Reifen und nicht zu knapp. Und dann werden die Reifen, die weißen Reifen, eigentlich hinfällig. Aber bei der KI bin ich mir dennoch ganz sicher, da wird es ein paar geben, die dann mit noch einem weiteren Stop auf die weißen gehen. Wir kommen nur noch einmal rein. Wie jetzt wohl die meisten. Ja, Button ist ja nicht weit weg, aber um erstmal dahin zu kommen, ich schätze immerhin noch McLaren als unser Gegner im Rennen ein, weil Männer und Force India sind im Normalfall zu schnell mit ihren gut motorisierten Wagen. Aber Button hat jetzt einen riesigen Trumpf in der Hand. Ich muss mehr Benzin sparen, ich muss den Wagen mehr rollen lassen. Magnussen vor uns. War der schon drin? Status Teamkollege. Okay, Magnussen war nicht drin. Er fährt mit alten Reifen. Und eben superweich. Der kommt also noch rein. Also der macht keinen guten Sprung. Ah ja, ich lasse lieber Abstand. Ich kenne mich Blanchimo. Drittes Jahr gebe ich mir das nicht. Ich muss den Wagen mehr rollen lassen. Ich muss mehr sparen. Safety Car kommt diese Runde noch nicht rein. Kann Magnussen jetzt rennen? Also wenn, dann jetzt schnell, Magnussen. Geht doch, ey. Trödelhans. Kevin ist an die Box gefahren. Kevin ist jetzt an der Box. Kevin in der Box. Kevin in the street. Kevin in der Box. Irgendwas mit in the box, in the street. Das war mal ein Vodafone Werbesong, ist aber schon länger her. Meine ich.
Living in the Box, Living in the Street, Living in the Box und so ähnlich. Na egal. Um die Reifen muss ich mich nicht kümmern. Mal gucken, ob das Codemasters demnächst auch mal verbessert, dass man hier einfach mehr auf die Reifentemperatur achten muss, wirklich Schlangenlinien fährt. Das mache ich ja gar nicht, bloß höchstens am Ende. Auch am Ende der Einführungsrunde. Auf die Temperatur achten. Das ist eigentlich ein stetiger und durchgängiger Prozess. Naja, sind halt so die Feinheiten, aber lieber erstmal an der KI schrauben, liebe Jungs und Mädels aus Birmingham. Sagen die Reifen, boah, sehr frisch, schön. Haben zwar soweit alle, aber hey, schön. Benzin habe ich auch sehr gut beisammen. Wenn ich dann noch weiterhin früh hochschalte, werde ich wieder gut hinkommen. Und selbst auf den Geraden dann was einsetzen können, wenn ich angreifen will. Vielleicht jetzt auch schon in diesem Stint, sehr wahrscheinlich sogar, nehme ich an. So, gleich nochmal auf Blanchiment achten, auch wenn das Safety Car, ich nehme an, diese Runde reinkommt. Da werden sie eben jetzt ganz besonders langsam fahren. Was sagen die Reifentemperaturen? Ah, die Bremsen, die kriegst du so schnell wieder hin. Die halten die Temperaturen auch ganz gut. So, hier wird mal ganz langsam gefahren. Na. Ich muss mir echt mal die Linien merken. Ansonsten ist das eher so ein blaues Hineinfahren. Ich hab die hier einfach gar nicht drauf, das ist das Problem. Grüne Flaggen. Was, wer? Perez? Da vorne wird schon jemand überholt. Oh Gott, das Vettel? Gibt's gleich das nächste Safety Car? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 0,6 Sekunden. Ah, Herr Hintermann, lass das bitte. Boah, das ist Harianto. So, wie behindern die sich jetzt durch Rouge? Ich bin gespannt. Gar nicht, okay. DS gibt's noch nicht, bloß eine Menge Windschatten. Wenn ich denn mal da wäre, aber schaut mal, der Arianto, wir sind schon fast am Ende unserer Höchstgeschwindigkeit. Jetzt hat er gebremst. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Wenn die KI einfach da mal richtig konstant wäre, die könnte so viel aus ihren Möglichkeiten machen, ey. Na, da kann ich wirklich ansetzen, schön. Das war mein Vorhaben, hat geklappt. Bisher. Jetzt kommt ja noch eine Kurve. Und er ist hinten, der Kimi. Quert ist zu langsam. Ah, jetzt gibt's Stress, nicht draufrasseln. Boah, jetzt berühren die sich auch noch, ich glaub's ja nicht. Das war bei F1 2015 vorhersehbarer. Der alte gelbe pushen? Der fährt so arsch langsam. Jetzt will ich gerade auf Hülkenberg. Was bremst du denn hier? Was war das denn? Frech. Gemein. Hinterhältig. Der Reifen geschuldet? Ich weiß es nicht. Jetzt bitte nicht das Rennen hier beenden. Da sind sie dann wieder komplett knallhart. Komische Linie, die da fahren. Na, Quert kommt aber jetzt nicht rein. Hätte ich jetzt gedacht. Ja, durch Orange gibt es gleich Ärger mit Kimi und Quert. Nur 5 Sekunden hinter uns, ja. Der hat nicht viel verloren. Ich würde mal lieber etwas abstimmen. Kimi wird jetzt gleich ansetzen. Das kostet die gleich richtig Zeit. Entweder direkt in Orange, nein, aber dann eher direkt danach. Da muss ich doch gefasst sein. Genau hier. Na, ist noch nebendran, darf ich nicht zumachen, sonst verlieren wir das Rennen.
gucken, ob ich jetzt auf Kimi Abstand generieren kann. Also jetzt nicht bloß in dieser Kurve, sondern generell. Hülkenberg vor uns auf der 5. Der hat einen Abstand. Ah. Kimi ist viel zu nah dran, er wird gleich wieder einen Blanchima ansetzen. Hat ja keinen schlechten Motor, aber der Wagen ist insgesamt nicht schnell genug für ganz vordere Platzierungen im Rennen. Und der Windschatten auch noch, scheiße. Spielen wir es diesmal andersrum? Okay, es war kacke. Es war richtig kacke. Ist Kimi jetzt aus dem Rennen? Nee, noch nicht. Mann, ey. Das war richtig kacke. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Ich dachte zum ersten Moment Safety Car, aber dafür war die Anzeige viel zu weit oben. Ja, toll. Perez mit DRS, ich glaub's ja nicht. Hätte ich mal Kimi hinter mir behalten, ne? Ja, er wird vorbeikommen, so oder so. Egal, ob ich auf Fett oder Mega Ultra Fett fahre, ist schnutzpiep egal. Hä? Der macht ja. Ich hab doch genügend Platz gelassen. Der Wagenbreite war da noch Platz. Was haben wir schon vorhin bei Harianto gesehen? Dafür sind sie halt in Blanchiment knallhart. Letzte Runde war ich nicht da knallhart, da war ich einfach knalldoof. Der Hülkenberg ist gerade weit weg, ich muss mich mit Perez rumschlagen. Ja, Perez könnte den Gegner am Ende des Rennens werden. Wenn der sogar auf diesem kurzen Stück richtig was rausfahren kann und uns einholen kann, ey, oh Mann, ey. Hat der es gut im Force India? Ihm wird es aber gerade richtig wurm, auf der 7 zu sein. Okay, Blanchimont nicht so hart wie vor einer Runde. Oh Gott, der kommt doch wieder an. Aha. Aber er ist gerade nicht nebendran, das ist ja schon mal ganz gut. Ah, bleib doch hier. Hab doch schon nicht viel Leistung. Ricardo. Ich werde hier oben nochmal besonders darauf achten, dass ich ihm genügend Platz lasse. Nachdem der da gerade überraschend zurückgesteckt hat. Ich meine, da war noch mehr als eine gute Wagenbreite Platz. Auch wenn ich da jetzt nicht so doll drauf geachtet habe, wie ich jetzt drauf achten werde. Jetzt ist er gleich mal kurz in. Jetzt aber wir wieder. Das wird Hülkenberg, Freunde. Na, jetzt nicht inzumachen. Ach, das macht er gut. Ja, jetzt macht er doch wieder Platz. Was ist denn das für ein Doofhans? Hä? Ja, das freut auch die da hinten. Die kommen dadurch ran. Hülkenberg ist gerade, nee, Verstappen ist gerade richtig weit weg. Hülkenberg hat Verstappen schon bekommen. Nehme ich mal an. Eigentlich wäre es doch schlauer, jetzt Perez ziehen zu lassen, aber das spricht irgendwie gegen meinen Willen, wo wir beide nur noch einen Boxenstopp erleben werden. Kommt zu weit nach außen, der kriegt uns. Soll es besser als. Ah, jetzt macht er wieder so einen Rückzieher. Ah, komisch. Man kann sich aber auf nichts einstellen. Ist zwar schön, wenn sie nicht so berechenbar sind, aber wenn sie blöd sind, ist das schon blöd. Virtuelle Safety Car
Oh nee, nicht schon wieder. Hab nur Vorsprung. Warum denn jetzt schon wieder? Hab doch gar nichts gemacht. Rennstrategie. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Dein Boxenstopp-Fenster öffnet sich übernächste Runde. Knapp 2 Sekunden Puffer. Perez macht schon Druck. Jetzt habe ich nicht auf das auf die Rennstrategie geachtet. Rennstrategie. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Dein Boxenstopp-Fenster öffnet sich übernächste Runde. Runde 13 habe ich erstmal Perez weg. Also wenn das Safety Car... Also wenn das Nachzügler virtuelle Safety Car für Raikön da war bei Blanchimard, dann etwas spät. Okay, Perez bin ich erstmal etwas losgeworden. Bis zum Boxenstopp werde ich mich aber wohl nicht retten können. Wobei, ich kann jetzt komplett frei fahren. Ja, der ist schneller. Darf ich mir jetzt aber keine großen Fehler leisten. Um so lange wie möglich Ruhe vor ihm zu haben. Der kommt ja jetzt schon wieder näher. Benzin sieht gut aus. Ausreichend Benzin. Ich weiß. Sie können auf Mischung 2 oder 3 umschalten, wenn nötig. Ich fahre immer noch auf Mager. Danke, Jeff. Danke. Das könnte jetzt von Kimi gekommen sein. Was? Ich war immer noch auf Mager? Wow. Wow. Ah, Perez wird diese Runde schon wieder mächtig ärgern. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 0,6 Sekunden. Ich merk's. Aktuell auf der 3. Aber die immer noch einen Vorsprung, die da gerade rein sind. Würde diesmal vorbeikommen. Mann, wenn das einfach mal richtig ausspielen würde, dann wäre schon eher vorbeigekommen. Na, aber auch andere brauchen mehrere Anläufe. So wie ich mir gegen Kimi einen Bock geleistet habe, hat sich Perez hier ein paar kleinere Böcke geleistet, indem er einfach hinter uns geblieben ist. Obwohl er locker hätte vorbeifahren können mit dem starken Motor. Könnte meinen, ich will gerade irgendwie die Aktion mit Kimi gut reden, aber es ist nicht so einfach. Es war zu spät rein mit den alten Reifen. Jetzt ist weit und breit hinter uns keiner Fahrer hinter mir. Massa liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 4,1 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten 7. Zum Auto vor dir beträgt 1,8 Sekunden. Rennstrategie. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Dein Boxenstopp-Fenster öffnet sich nächste Runde. Perez macht einen Undercut. Oh, der ist dann also weg. Aber der wird auf Weißen gefahren. Perez geht auch auf die Weißen. Wird uns erstmal von Vorteil sein, aber auf der Geraden machen die Reifen keinen Unterschied. Und gegen Ende des Stints sind dann die Weißen wieder besser als meine Gelben. Quer aus dem Rennen, Safety Car. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Das wäre Perez gegenüber jetzt super. Noch so viel Benzin über, werde ich dann mit frischen Reifen, denke ich, raushauen. Naja, das viele Benzin habe ich ja natürlich nur durch die Safety-Car-Phasen beider Art. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter
Ja, die Reifen haben noch gut was drauf, also mit den nächsten gelben kann ich dann auch noch gut pushen. Also dann wird der Reifennachteil gegen Ende meines Stints doch gar nicht so groß sein, weil die sind noch ganz gut zum Arbeiten mit paar 30%. Ja, wobei die haben natürlich die Safety-Car-Phase dabei, drin. Darf ich jetzt auch nicht vergessen. Also die nächsten werden schlimmer sein, auch wenn der Wagen leichter wird. Ausschlaggebend war auf jeden Fall das Safety-Car. Und das wird er ja auch noch. Oh, Akteur auf der 1, die waren alle drin. Hatten aber schon direkt hinter uns auf den finalen Reifen, da kommen nicht mehr rein. Wie gesagt, der wird das Rennen, da liegen immer noch die Teile. Hab mich gerade irritiert. Der wird sehr wahrscheinlich das Rennen dann gewinnen. Weil er so gut reinkam mit dem ersten Safety Car. Ist aufgepasst. Gut, letzter Boxenstopp. Jetzt geht es um die Punkte. Und zwar wie viele? Das wird sich zeigen. Da schwinden die Punkte. Da kommen aber auch ein paar rein, die gerade sich uns nähern. Aktuell auf der 5, auf der 6. Bekomme ich Ricardo auf der Geraden, kann er auch nicht so viel geben. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopp. Perez ist weg. Wo ist denn Ricardo jetzt hin? Ist der auch drin gewesen? Massa jetzt hinter uns. Ich bin der mit den weichesten Reifen. Hätte noch eine Runde später reinkommen können. Die Reifen waren dann sicher noch ganz gut. Dann hätte ich mit denen hier am Ende mehr geben können. Naja. Dann hätten sie aber auf der einen schnellen Runde mehr aufgeholt. Wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Und Massa direkt im Nacken mit dem starken Williams-Motor. Auch wenn der Williams an sich nicht so gut ist, das wäre schon nicht so schön. Von daher gehe ich lieber auf Nummer sicher und habe jetzt etwas ein Polster auf Massa. Ein paar Informationen zu Ericsson. Er wird wieder schneller. Glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten. Mhm. Oh. Ja, verstehe ich nicht, warum die jetzt noch auf dem Weißen fahren. Die Gelben sogar noch mehr ausquetschen können, am Ende auf die Roten gehen, aber nee, das ist zu groß. Die Distanz wäre dann doch zu groß gewesen. So viel Reifen flüstern kann hier niemand, weder ich noch die Pappkameraden. Auch nicht Jensen Button. Wäre mal schön, wenn man in Zukunft wirklich die Trümmerteile umschiffen müsste. Ansonsten gibt es einen Reifenplatzer. Bei F1 2010 haben sie gesagt, ja, jedes Splitterteil, was vom Flügel hat, liegt dann auf der Strecke bis zum Rennende und kann dir den Reifen kaputt machen, wenn du drüber fährst. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 9,9 Sekunden. Einfach nur bloße Phrasen. Man kann jetzt noch über die Teile brettern, wie man will, über die ganz großen Stücke und der Reifen geht nie kaputt. Und ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwie geändert hat. Dass das mal anders war. Bei F1 2010 haben sie es gesagt. Und bei den Nachfolgen kann ich mir nicht vorstellen, dass es da so gemacht wurde. Wobei du da eben Reifenplatzer bekommen hast, ne? Gibt's ja hier gar nicht mehr seit ein paar Spielen. Wenn du deine Reifen nicht komplett runterfährst, wie zum Beispiel mit einem McLaren bei F1 2015, mit Bremsplatten oder mit stehenden Reifen ständig, dann bekommst du während eines Rennens nie einen Reifenplatzer. Wenn du die Reifen nicht komplett runterfährst, aber das dauert schon verdammt lange, dann bist du richtig langsam. Ja, ich fahre gerade bewusst auf Fett. Hab ja über. Lieber jetzt gegen Masse einsetzen, als später dann, wenn er am Windschatten hängt und dann sowieso, auch wenn wir auf Fett fahren, vorbeikommen kann. Das ist heute und wird auch in Monza etwas sein, was ich forcieren werde und auch muss. Ansonsten geht's eher nach hinten. Solange ich nicht in den Fängen von Windschattenfahrern bin oder DRS-Empfängern, muss ich auch zusehen, da zu bleiben.
Harris komme ich, glaube ich, minimal näher. Neue persönliche nächste Runde. Ja, die meisten werden jetzt eher mit härteren Reifen fahren. Das wird also meine Bestzeit etwas aufpolieren. Fahrer von mir. Harris liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,6 Sekunden. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 54,3. Auch mit Superrunden nehme ich nicht an, dass ich ihn noch bekommen werde. Aber ich werde es versuchen. Nur so kann ich herausfinden, ob das stimmt oder nicht. Der erste Sektor lief schon mal ganz gut. Immerhin habe ich eine gewisse Chance, weil ich mit den Reifen, die mir Grip bieten, unterwegs bin. Massa fällt auch nicht wirklich zurück, ja? Die Reifen sind gerade herrlich. Und das fette Benzingemisch hilft auch noch. Aber ich bin langsamer. Also Perez ist unwahrscheinlicher, als dass uns Massa noch einen bekommt. Also ich muss mich auf Massa konzentrieren. Aber ich bin für den Fall der Fälle da, falls es was zu ärgern gibt. Harris wird auch bald angreifen, ich gibt's dir ein Zusammentreffen. Dennoch ausgebaut und schnellste Runde, okay. Wie gesagt, meine Zeit wird gerade aufpoliert. Ja, ich habe Harris da vorne gesehen, also ich bin die schnellste Runde gefahren, also habe ich jetzt auf jeden Fall auf Harris aufgeholt und auf Massa etwas zwischen uns gesteckt. Fahrer vor mir. Noch minimal aufgehört. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,54,2. Also Los Tours, da lasse ich noch Zeit liegen. Da muss ich noch ansetzen. Fahrer hinter mir. Massa hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 5,7 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,55,6. Okay, 5, 4 und 5, 7. Ah, es läuft gerade. Sehr gut, meine ich sogar. Und der streichste Sekt. Ja, geht gut. Jetzt unterstreicht nochmal dieser Sektor. Fast eine Dreiviertelsekunde gewonnen. Und Perez holt davon auf, das ist halt irgendwie schon eine kleine Chance, wenn er nicht vorbeifliegt. Da muss ich einfach diese wahren, diese Chance. Ich sehe den da vorne schon. Das motiviert nochmal. Umsa. Fahrer vor mir. Perez liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,9 Sekunden. Du holst pro Runde 4 Zehntel auf. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,54,2. Fahrer hinter mir. Massa liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 7,7 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,55,6. Haben nicht aufgebaut. 4977. Ja, bisher war ich jetzt schlechter im zweiten Sektor, meine ich. Wobei nach dem Qualifying sollte ich da ruhig sein mit dem Gefühl. Ja, die beiden behaken sich. Perez ist noch nicht vorbei. Da scheint ein gut motorisierter, ich schätze mal, ein Männer zu sein.
Hülkenberg, die beiden Männer, Button sowieso davon und eben Perez. Ja, das war alles besser vorhin. Es gibt ein dickes Minus. Jo. Das war sehr eng. Wer denn? Ja, Männer. Dann wird er es Perez aber auch nicht leicht machen. Das ruft mich auf den Plan. Ich muss da sein, wenn es was zu holen gibt. So, wer denn? Bitte macht Druck. Meine letzte Runde war kacke. Okay, Abstand zum Führenden 12,9 Sekunden. Aber Hauptsache, ich kann noch weiterfahren, denn das war schon sehr eng. Fahrer hinter mir. Scheiße! Bist du in Ordnung? Nein! Hauptsache, ich kann auch weiterfahren, ne? Oh Mann. Ja, so hart, so erfordernd ist dann doch F1 2016. Ein krasser Fahrfehler über die Wiese da und dann ging's aus. Scheiße, auf Platz 6 Punkte weggeschmissen. Das kam jetzt klar verdammt überraschend. Das war einfach ein plötzlicher Fahrfehler. Oh Mann, oh. Mir ist gerade irgendwie ziemlich kalt, weil das kommt ziemlich plötzlich. Oh nee. In Österreich schon so viele Punkte verschmissen, jetzt hier auch noch. Ich fass es nicht, ey. Kacke. Die Kameraperspektive ist gerade nicht so toll. Ja, da war nichts mehr zu fangen. Da war nichts mehr zu fangen. Oh Mann, was für ein dämlicher Fehler. Ein dämlicher Anfängerfehler. Also mehr ist das. Tja. Wäre da keine Wiese gewesen, wäre es noch vielleicht glimpflich ausgegangen, aber es ist gut, dass da keine asphaltierte Zone ist. Aber es ist nicht gut, was ich hier gerade geliefert habe. Scheiße. Um den Lohn, um den bisherigen Lohn an diesem Rennwochenende gebracht. So viele Ressourcenpunkte gesammelt. Gut, die habe ich gespeichert, weil auf dem Konto. Dann das tolle Qualifying-Ergebnis. Jetzt die bisherige Rennplatzierung. Platz 6. Ah. Gib es nicht. Und immer noch stehe ich mit wenigen Punkten da mit recht realistischen Ergebnissen, ey. Oh, ich war einfach nicht das Beste aus meinen Möglichkeiten raus. Großartige Leistung von McLaren. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Und nach dem Ende dieses Grand Prix ist es an der Zeit, sich zu entspannen und zu feiern. Hier kommen Sie nun, Ihre Top 3 des heutigen Tages. Heute wäre der Spruch, dass der Safety Car dem Sieger sehr geholfen hat, sehr passend. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Jensen Button übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Max Verstappen. Als ich so alt war wie er, fuhr ich vielleicht gerade meine ersten Runden im Einsitzer. Dass er hier in der Formel 1 fährt und solche Leistungen bringt, verblüfft mich immer noch. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Force India hat seine Führung in der WM ausgebaut. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Stefan Römer und im Einsitzer? Verstappen 1 Stopp und durch. Ich muss da sein, wenn es was zu ernten gibt. Ja, Massa hat geerntet. Und General Williams, die
die haben nicht viele Möglichkeiten, in dieser Saison Punkte zu machen. Aber hier heute, in Monza noch mehr, vielleicht, sind sie einfach da und machen die Punkte. Ich in Österreich nicht, hier in Belgien auch wieder nicht. Ich habe die hart erkämpften Punkte, ja. Zum Beispiel in Ungarn geholt. Den hart erkämpften Punkt. Und Spielberg habe ich auch noch mitgenommen, aber es könnten schon so viele mehr sein. Ja, hätte, wäre, wenn und aber. Mann, das wohnt mich so, ey. Bin gerade... Bei der Siegerehrung war ich irgendwie fast schon wie versteinert. Irgendwie fast schon wie, das klingt. Es war einfach irgendwie Leere da. Bah. Jetzt habe ich so eine schöne, schnelle Runde, aber einfach gar nichts Zählbares in der Hand. Das ist alles, alles nix wert. Button gewinnt, dann Hülkenberg, dann Perez, dann Wehrlein, dann Verstappen. Also Perez dann noch bis auf die 3 in den letzten Runden. Starkes Stück. Massa, Bottas, Harianto auf der 8, dann Nasser, dann Rosberg wieder nur ein Punkt. Also mit der WM-Führung wird es schon arg eng. Waren 16 Punkte Vorsprung? Ah, vor Button, ne? Also Button ist damit vorbei an Rosberg. Wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege. So wie in Orange. Ricardo auf der 11, sehr undankbar, dieser 11. Platz. Gutierrez bis auf die 12 vor, starkes Ergebnis. Der erste Dreistopper ist Harianto. Eriksen auf der 13, Alonso, Räikkönen nur auf der 15, wo ist Vettel? Magnussen auf der 16, starkes Ergebnis. 4 Stops, Grosjean auf der 17, Vettel nur auf der 18 mit 2 Stops. Leistungsverlust. Ah. 53,7, da gibt es 52er. Brauche ich gar nicht weiter gucken. Selbst damit kann ich mich nicht trösten, was sowieso kein Trost wäre. Quer, Sainz, beide Toro Rosso vor uns ausgeschieden und eben Lewis Hamilton. Der uns den Platz 1 hinterm Safety Car mal ermöglicht hat. Oh, was für ein Rennen. So weit vorne, dann gut platzieren, dann alles verschmissen. Alle auf den Weißen. Nee, nicht ganz. Magnussen, unser Teamkollege auf den Gelben. Ja, aber er ist immerhin angekommen. Ich nicht. Gutierrez quert, Gutierrez, Eriksson mit Vettel, Hülkenberg mit Alonso, Motorschaden, nee, Totalschaden. Unfall Hamilton, genauso wie Carlos Sainz. Grosjean, Kollision mit Sainz, dann haben die beiden sich wohl getroffen. Ja klar, sonst würden sie da nicht stehen. Kollision mit Räikkönen, das war Strunzdorf. Rosberg, Stop and Go, wegen gelber Flaggen ignoriert. Alonso dann, Runde 12. Runde 12, Totalschaden quert. Also kein einziges mechanisches Problem. Viermal Unfälle. Sprich nicht gerade für die Fahrer oder wer auch immer der Schuld war. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Jenson Button übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Ich finde, heute hat sich Max Verstappen diesen Titel verdient. Opportunistisch wäre das richtige Wort, glaube ich. Dafür ist er bereits in seiner noch jungen Karriere bekannt geworden und hier hat ihm dieser Stil gute Dienste erwiesen. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Force India hat seine Führung in der WM ausgebaut. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Jetzt ist Rosberg sein Führungsplatz da los. Jetzt ist er ihn los. Ja, leider hat sich nichts weiter ergeben. Ich bin auch nicht von der 20 weggekommen. Das war ja das große Ziel. Und letztendlich ist es ja ganz klar eine Enttäuschung. Immer noch auf der 20, immer noch mit 2 Punkten. Und bei den Konstrukteuren könnten wir schon längst zwischen Haas und Sauber stehen. Aber das habe ich mir letztendlich einfach nicht verdient, weil ich es einfach nicht zu Ende gefahren bin. Ach, die nächsten Rennen, die müssen auf jeden Fall was geben in dieser Saison. Das ist auf jeden Fall klar. Ich hoffe, es kommt ja noch so, wie es kommen soll. Ach je, ein tolles Rennen ist leider zu früh zu Ende gegangen, aber es gibt noch was, was aufgeklärt werden muss. Ein paar Aktionen. Erstmal der Start, soweit so gut. Ich konnte mich einfach vorne dran setzen, vor die beiden McLaren. Wir sehen nochmal, was da schief ging.
Mit Hülkenberg, wir kamen ihm wohl einfach zu nah, das war ihm zu viel näher, damit kam er nicht klar und da hat er sich mit Harianto getroffen. Und da kann man ein Einhaken erkennen, das kenne ich ja nur zu gut, wenn ich an das letzte Rennen in Deutschland denke. Harianto sage ich, ich sehe gerade die 94, also Wehrlein und Hülkenberg zwar nicht sehr lange, aber für eine gewisse Zeit doch entscheidend zusammen. Runde 3, Ausfall Lewis Hamilton nach Stavelot vor Blanchimont. Kennen wir schon. Und für Hamilton ging es nicht gut aus. Ziemlich blöde Aktion. Naja, ich sollte lieber leise sein. Ich habe auch eine blöde Aktion geliefert, aber nicht so blöd. Nicht so blöd wie hier. Es war einfach menschlich, oder was ich geleistet habe. Und das war einfach KI-dämlich. Und dann ballerte auch noch der Carlos Sainz darauf und verliert so auch noch das Rennen. Ob man das verhindern hätte können? Ich denke schon, wobei es kam schon etwas plötzlich hier, das mit dem Haas. Ja, so war sein Rennen auf jeden Fall vorbei. Sieht auf jeden Fall schön aus, wie er abfliegt, aber davon kann Carlos Sainz sich auch nichts kaufen. Ja gut, die Aktion von mir gegen Kimi, also ich leiste mir den Fahrfehler und fahre über die Wiese, kommt dann halt zurück und ja, einfach selten doof und es wurmt mich, das könnt ihr mir glauben, dass ich einfach Kimis Rennen wieder so beeinflusst habe, wie schon in Österreich und wieder bin ich soweit so glimpflich davongekommen, hier mehr als in Österreich. Das ist eine Stelle, die kennt Kimi schon sehr gut, das Rennen damals mit ihm, Monza sage ich, Spa, letzten Runden nass, an dieser Stelle Kimi Abflug, Massa Hamilton, Kimi Hamilton, schon lang her. Mann, war das ein geiles Rennen. Aber es gibt noch einen Ausfall. Und gleiche Stelle wie bei Lewis Hamilton. Und diesmal scheidet der Vorausfahrende aus. Und schaut mal, es geht ein Hinterreifen flöten. Schaut auch wieder sehr spektakulär aus. Hier. Rum. Dedeldum. Fliegen auf jeden Fall einige Teile. Es sieht wirklich spektakulär aus. Und insofern auch gut. Und das ist wirklich selten, dass man Hinterrad wegfliegt. Also das Heck, die Hinterachse, die Heckflügel sind ja hier im Spiel schon sehr stabil. Es gab mal eine Zeit, da konnte man auch die Heckflügel zertrümmern, aber das scheint mir mittlerweile Geschichte zu sein, oder? Man muss dann wirklich gut ansetzen können. Ja, gut angesetzt habe ich auch. Also ich habe die Szene, die vor den letzten Ausfällen hier, vor den letzten Aktionen ein Thema war, habe ich bewusst ans Ende gesetzt, um das Rennen unter einem recht guten Licht noch zu Ende gehen zu lassen. Ich weiß, es ist ein Scheißende. Ich könnte mich für den Fehler aufhalten, aber das passiert nun mal und an dieser Stelle weiß ich F1 2016 wieder zu schätzen. Also, dass das Spiel ein Ticken an Herausforderung zugenommen hat, ist jetzt nicht so entscheidend wie damals der Schritt von F1 2014 zu F1 2015. Also, der Schritt ist nicht ganz so groß, aber er ist jetzt doch entscheidend. Er ist insofern entscheidend, dass Kleinigkeiten jetzt einen Funken ausmachen können. Es gibt zwar ein paar Rennen, die ich beendet habe, vorzeitig. Das gab es bei F1 2015 nicht, weil es da nochmal einen entscheidenden Schritt einfacher war, die Wagen zu kontrollieren. Und dass das hier bei F1 2016 einfach anspruchsvoller ist, das finde ich gut. Ich hoffe, das geht dann zu F1 2017 nicht verloren, denn das wäre schon sehr schade, wenn Codemasters da das Fahrverhalten ummodeln möchte. Naja, es wäre vielleicht gut für das Rennergebnis, aber nicht gut für das allgemeine Empfinden meinerseits, wie ich einfach zu dem Spiel stehe. Tja, jetzt kommt Monza, da muss ich nochmal dick punkten, wenn dann erstmal Singapur kommt und dann auch wieder Punkte in den nächsten Rennen folgen müssen. Also zweistellige Punkte visiere ich auf jeden Fall noch an und die müssen auch absolut drin sein. Also in Monza muss war sehr. Oh. Wie gesagt, das ist ein Fehler, der war jetzt nicht wegen Unkonzentriertheit im Allgemeinen, wie noch in Silverstone. Gut, in Silverstone hatte ich einfach eine unglückliche Situation, da noch mit ihm, mit dem uns hinterherfahrenden zusammenzukommen und dann klar, Kaido-Fight, dass uns da reingefahren wird, aber hier war es einfach nur ein Fehler. Ein Fehler an und für sich von mir alleine, ohne einen Gegner um mich herum. Passiert nun mal, gehört dazu, ist auch toll, dass das hier im Spiel möglich ist, dass die Fahrphysik das einfach gibt und ich blicke deswegen einfach mal voller Freude auf das nächste Rennen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Ablenkung, die ich jetzt auch brauche und bis zum nächsten Mal, bis zur hoffentlich dann Punktefahrt. Macht's gut und ciao, tschüss. Hey, ich hab was für dich. Das Auto hat jetzt die neuen Teile drauf.
Die Simulationswerte sind gut, also ich freue mich schon auf dein Feedback. Hier sind die Details.